Ja, der nächste Vortrag ist von Nils Magnus und er stellt Werkzeuge vor, um halt eine OpenStack Cloud zu verwalten. Viel Spaß damit. Ja, guten Morgen an alle, die schon so zeitig aufgestanden sind. Wollte ja eigentlich damit beginnen, dass die Geschichte des IT-Betriebs eine Geschichte voller Missverständnisse ist und auch heute noch dieses Thema für viele Admins und DevOps ein Tabu ist. Deshalb ist es wichtig, Witz, Witz, ein bisschen über Automatisierung zu sprechen. Nein, also ganz ernsthaft, Verwaltung von Systemen kann eine komplexe Sache sein und in der Cloud erst recht. Und deshalb habe ich dazu hier mal einen Vortrag zusammengestellt. Jetzt muss ich kurz schauen hier. Mein Name ist Nils Magnus, ich bin Cloud-Architekt und ja, das ist ein interner Name, Community Reach Out Manager bei T-Systems. Ich arbeite für die Open Telekom Cloud und ich will hier auch gar keine Riesenwerbung machen, aber ganz kurz vielleicht, wer ich bin. Bei der Open Telekom Cloud halte ich so ein bisschen den Kontakt zu technischen Communities, weil wir sehr viel Open Source Software auch einsetzen und selbst auch schreiben. Und da kümmere ich mich so ein bisschen um das, damit der Kontakt nicht abreißt. Wir bieten eine ganze Reihe von Werkzeugen an und ich selbst habe im Hintergrund vom Security Consulting, war viele Jahre Journalist und Redakteur bei Tech-Magazinen, wie beim Linux-Magazin zum Beispiel, schreibe immer noch von Zeit zu Zeit. Habe dann eine ganze Reihe von Jahren System Engineering und Betrieb gemacht und bin immer stärker in diesen Bereich von Cloud Computing reingerutscht. Selbst mache eine Menge Open Source und benutze das und halte da die Fahne auch immer hoch. Das ist auch heute noch, denke ich, immer noch wichtig. Und habe dabei zum Beispiel den Linux-Tag gegründet, bin im Vorstand von der GUG, von der German Unix User Group. Und mache da so eben meine Aktivitäten. Ganz kurz vielleicht dann doch nochmal, das ist sozusagen der kurze Werbeblock für die Open Telekom Cloud. Wir sind das hier ist ein Teil meines Teams. Da treffen wir uns gerade und besprechen, was wir für weitere Tools auch unterstützen wollen und entwickeln wollen. Das ist sozusagen auch so ein bisschen die Grundlage dessen, was ich hier heute als Vortrag mitgebracht habe. Und was wir eben machen, ist, diese Software zu entwickeln, zusammen mit anderen in der Community. Das sind nicht nur wir alleine, sondern insbesondere was OpenStack angeht. OpenStack ist unsere Cloud-Software, die wir verwenden, in unserer Public Cloud. Wir machen auch QA für diverse Werkzeuge. Und arbeiten eben auch mit anderen zusammen. Ja, ich meine, das sagt wahrscheinlich jetzt jedes Unternehmen, aber wir haben eine agile Zusammenarbeit, übertreiben das jetzt auch nicht mit der Agilität im Sinne von, dass es jetzt irgendwie, also keine Ahnung, wir haben uns zumindest als Team dagegen entschieden, jetzt morgendliche Reporting-Runden zu machen, sondern wir treffen uns zum Beispiel einmal in der Woche und sprechen dann darüber, was wir als nächstes machen wollen. Wir machen sowas wie Work from Home und zwar nicht erst seit März 2020, sondern eigentlich schon immer. Wir sind ein extrem verteiltes Team, 4 Länder, 13 Leute im Team gerade. Und das ist allerdings in der Tat nur dieser Ecosystem Squad. Ne? Open Telekom Cloud sind einige hundert Kollegen, die wir da zusammenarbeiten. Wer hier Interesse hat an einem coolen Job, an einer recht stabilen Angelegenheit, natürlich alles ein bisschen Magenta eingefärbt, sprecht mich gerne darauf an. Wir haben eine ganze Reihe von offenen Positionen von Entwicklern über DevOps, über Architekten, aber auch Leute, die gerne testen oder Code oder Dokumentation schreiben. Oder halt solche Sachen, wie wir jetzt hier heute machen wollen.
Da haben wir echt eine Menge Möglichkeiten. Sprecht mich drauf an, wenn ihr Interesse habt. Auch das hier ist noch die letzte Slide vom Werbeblock. Das sind so die Projekte, an denen wir konkret mitarbeiten. OpenStack ist für uns besonders wichtig, weil das eben die Cloud-Plattform darstellt. Aber man kann, also es soll jetzt hier auch kein Open Telekom Cloud Vortrag sein. Ich benutze das nur dann und wann als Beispiel für eine OpenStack Cloud. Das kann auch eine beliebige andere sein, das kann eine Public Cloud sein, das kann eine Private Cloud sein. Wir arbeiten an Kubernetes, ganz viel an Ansible mit, das wird ja auch Teil hier des Vortrages sein, an Rancher ein bisschen, an Terraform ganz wichtig. Zool ist ein CI-CD-System, sozusagen so eine Art Jenkins on Steroids, zwei Nummern größer. Da wird es jetzt heute nicht so viel drum gehen. Und CLI, SDK und irgendwelche Extensions davon, das ist natürlich auch ein ganz zentrales Thema hier heute. Und da auch zum Beispiel Mitglied in der Open Infrastructure Foundation, um eben mit der Community zusammenzuarbeiten. Okay. Die Farbe bleibt Magenta, aber ansonsten ist jetzt, ab jetzt alles, was ich hier erzähle, komplett abstrakt davon, sondern funktioniert auf jeder OpenStack Cloud. IT-Betrieb, das ist ja Systemadministration, könnte man auch sagen. Das ist ja schon eine der zentralen Aufgaben neben dem der Softwareentwicklung in der Informationstechnik. Und da haben wir durchaus auch verschiedene evolutionäre Zustände erlebt. Über den letzten paar Jahrzehnten, kann man mittlerweile sagen. Ich bin jetzt auch nicht mehr das allerjüngste Semester. Das ging los von der Turnschuh-Administration. Wenn wir jetzt einmal von der Administration in einem Enterprise-Umfeld oder in einem betrieblichen Umfeld sprechen. Also, was gehörte alles mit dazu? Da werden dann Server und Geräte bestellt, dann werden sie geliefert, dann muss man sie einschrauben in die Racks, mit Kabeln versehen und so weiter, konfigurieren, einrichten, Software aufspielen und so weiter. Das ist so die klassische On-Prem-Turnschuh-Administration. Der nächste Evolutionsschritt war, ich habe es jetzt mal die Maus-Administration genannt. Jetzt habe ich hier mal so einen Screenshot, auch von der Open Telekom Cloud, aber auch das ist bei jeder anderen Cloud ganz ähnlich. Ein im Browser laufende grafische oder halbgrafische Oberfläche, womit man dann halt mit einer Maus verschiedene Ressourcen bearbeiten kann. Das ist hier eine Übersicht der Server, die ich halt habe. Und da sehe ich, was wie groß sind die, wie viele CPUs haben die, wie viel RAM haben sie, ich kann mich drauf einloggen, ich kann sie hochfahren, runterfahren und so weiter und so fort. Das ist ja bei vielen Leuten immer noch die zentrale Vorstellung von Cloud Computing. Ah, jetzt müssen wir nicht mehr wie hier in den Serverraum gehen und die Kabel stecken, sondern aha, jetzt können wir hier hingehen und können dann mit virtuellen Mauskabeln diesen Server mit diesem Server verbinden. Das kann man natürlich machen, aber da sind wir natürlich noch nicht in der Evolution am Ende angekommen, bei der Krone der Schöpfung, nämlich der Kommandozeile. Denn wer schon mal ein bisschen intensivere Systemadministration betrieben hat, weiß um die Mächtigkeit der Kommandozeile. Und deshalb möchte ich diesen Bogen so ein bisschen hier spannen. Schauen wir uns mal an, wie das gelingt. Wenn übrigens Fragen sind, ich muss jetzt jeweils mal gucken, dass ich euch nicht verliere. Ich hoffe, ihr könnt einfach in dem Fall eine Hand heben und im Zweifelsfall, lass das mal klappern, dann würde ich auch einfach unmittelbar auf Fragen eingehen, falls irgendwas ist, was direkt zu beantworten ist. Ansonsten versuche ich so um 10 vor fertig zu sein, dann können wir noch ein bisschen Q&A machen. Okay, gut, dann legen wir mal los. Erste Begegnung
mit der browserbasierten Konsole. Ja, das ist für viele Leute, ich hatte es eben schon kurz angerissen, der erste Berührungspunkt mit der Cloud. Und hier habe ich denselben Screenshot nochmal aufgelegt. Und was man hier halt schnell sieht, man kann natürlich schon einiges nutzen, was so ein Browser hergibt oder einfach so eine klickbare Umgebung hergibt. Was wir hier halt sehen, sind Ressourcen. Diese Ressourcen sind in verschiedene Services und Kategorien aufgeteilt. Da haben wir einen Elastic Cloud Server, das ist eine typische virtuelle Maschine. Wir haben verschiedene andere Server. Wir haben jetzt hier virtuelle Festplatten und diverse weitere Services. Ne? Wenn ich jetzt hier draufklicken würde und es kein Screenshot wäre, dann würde ich hier halt rechts Ansichten von diesen Ressourcen bekommen. Könnte weitere hinzufügen, ne? Das geht immer über diese Buttons hier oben. Könnte auch welche wieder löschen, könnte sie umbenennen und so weiter. Das ist schon ganz praktisch, aber selbst wenn es hier und da so ein paar Wizards gibt, die das dann vereinfachen, also wenn ich jetzt hier tatsächlich so eine neue virtuelle Maschine erzeuge, dann kriege ich eine ganze Reihe von Fragen gestellt. Was für ein Betriebssystem, wie viel RAM, wie viel CPU-Cores und so weiter. Das kann man natürlich machen, aber wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, ein Cluster von 24 Compute-Nodes anlegen möchte, dann ist sowas natürlich total unpraktisch. Das liegt relativ schnell auf der Hand. Nichtsdestotrotz hat auch die webbasierte Konsole dann und wann ihre Berechtigung, weil sie natürlich ganz praktisch die einzelnen Ressourcen miteinander verknüpft. Wie wir hinterher sehen werden, ist das bei den manuelleren Schritten, muss man dann eben diese Verknüpfung tatsächlich auch explizit angeben. Was das bedeutet, sehen wir gleich. Also, wenn es tatsächlich darum geht, mal bei einer einzelnen Maschine nachzuschauen, okay, was ist mit der denn eigentlich los oder wieso hakt die oder wieso verbindet sie sich nicht mit ihrer Festplatte oder was auch immer, hat durchaus die browserbasierte Konsole auch ihre Bedeutung. Aber ich würde nie versuchen, eine Automatisierung hier on top auf die Konsole draufzusetzen. Natürlich gibt es solche Werkzeuge wie, keine Ahnung, ich höre dann immer wieder, ja, man kann ja mit Selenium oder sowas auch so eine Oberfläche steuern. Aber das ist ja Wahnsinn letztlich. Da gibt es echt bessere Methoden und da würde ich also definitiv von abraten, sowas zu versuchen, dass man halt sagt, okay, wir suchen jetzt hier die Tabelle und dann suchen wir hier den dritten Eintrag. Und simulieren dann mit irgendeinem Framework einen Mausklick oder sowas. Okay, deshalb hier nochmal die Zusammenfassung von der browserbasierten Konsole. Automatisierung, leider eine ziemliche Fehlanzeige. Gerade wenn es darum geht, gleiche Abläufe immer wieder zu machen. Und gerade sowas hat man in einem Cluster häufig. Ist bei einem Cluster häufig der Fall und deshalb ist das halt sehr mühsam. Außerdem sind natürlich diese manuellen Abläufe immer fehleranfällig. Ich habe das schon auch gesehen, dass es irgendwelche riesigen Wikis gibt, wo sehr detailliert in 17 Schritten pro Servernode drin steht, welche Schritte abzuarbeiten sind. Aber das ist dann immer Schritt 13 von 17, der dann irgendwie übersehen wird und hinterher wundern sich alle. Wieso funktioniert der Service auf 14 von 15 Maschinen, aber nicht auf 15 von 15? Gut. Deshalb die nächste Möglichkeit, mit einer OpenStack-basierten Cloud zu sprechen. Im Prinzip gilt es übrigens, wenn ich mir das hier so angucke, was ich hier erzähle, auch für beliebige andere Clouds, Public Clouds wie Private Clouds. Da gehört auch AWS und Microsoft, Azure, Google Cloud Plattform und so weiter dazu. Wir nennen das gerne auch mal die Amigos, Amazon, Microsoft, Google. Aber ich fokussiere mich hier jetzt mal auf The Real Thing, nämlich die Open Source Variante, die uns OpenStack bereitstellt und die sich also technisch auf keinen Fall hinter den
Dingen verstecken muss, die sogenannten Hyperscaler auch anbieten. Alle haben nämlich ein API, ein Application Programmable Interface. Und so ein API ist letztlich eine Schnittstelle, die per HTTP erreicht wird, also sprich mit demselben Protokoll, mit dem wir auch auf Webseiten zugreifen und auf Webanwendungen. Das ist natürlich praktisch von HTTP, habt ihr vermutlich schon viel gehört, oder auch von REST, wovon man manchmal etwas vereinfachen spricht, nämlich eine Art und Weise, wie man über solche HTTP-Verbindungen Daten in standardisierter Form überträgt. Wie sowas aussehen kann, habe ich hier mal eine Slide vorbereitet. Da benutze ich nämlich curl, also den Kommandozeilenbrowser, um auf so einen HTTP-Endpoint zuzugreifen. Und dann gucken wir uns mal an, wie das aussieht. Der obere Teil ist der eigentliche Aufruf, ne? curl gx. Das sind Optionen, um jetzt hier keine Progress-Bars und so weiter anzuzeigen. Wir greifen mit der X-Methode auf diese Ressource zu, und was wir hier sehen, IMS, EU.de, UTC, T-System und so weiter, das ist der tatsächliche Endpoint. Den haben wir vorher von einem anderen System schon mitbekommen. Das nennt man übrigens Service Discovery. Das habe ich jetzt hier schon mal übersprungen, ist aber trotzdem natürlich ein wichtiger Schritt. Und was wir hier hinten sehen, V2 Images, ist die eigentliche Anfrage an diesen Endpoint. IMS steht für Image Management System, und in der Cloud kann man, also wenn man eine neue virtuelle Maschine startet, kann man die ja mit unterschiedlichen Betriebssystemen betanken. Und in diesem Fall, man kann hier unten schon sehen, wird es ein OpenSUSE sein, was ich hier abfrage. Aber man möchte ja vielleicht erstmal wissen, welche Images gibt es alle, und dazu ist dieser Call hier gedacht. V2 ist die Version und Images ist die Anfrage. Es gibt ein paar Header, die wir noch mitschicken, und der wichtige ist tatsächlich der erste. Wir erwarten, dass die Antwort als JSON uns übermittelt wird. JSON sehen wir hier schon, das ist diese strukturierte Schreibweise von Dictionaries, von Arrays. Und das, man kann grob sagen, dass HTTP plus HTTPS, also auch TLS gesichertes HTTP plus JSON und eigentlich noch so eine kleine Prise mehr an Konvention REST ergibt. So sehen auf jeden Fall ganz viele von diesen Anfragen aus. Und wir sehen jetzt hier als Antworten, bekommen wir hier ein Array von Images, und es sind ganz, ganz viele Informationen hinterlegt. Also wann ist das erzeugt worden, eine Checksumme beim Downloaden, eine ID dazu, eine Description, was wir da eigentlich haben, was es für ein Betriebssystem ist, wie groß es ist und so weiter. Die Liste ist in Wirklichkeit sowohl von dem einzelnen Image als auch der Anzahl von Images natürlich noch viel, viel länger. Und da könnte man dann eins raussuchen, und dann macht man den nächsten API-Aufruf, dann halt nicht an IMS, sondern an ECS, heißt es bei uns, Elastic Cloud Server. Und da sagt man dann halt Server Create, sowas in der Art, und schickt dann halt die notwendigen Informationen. Wie man sich vorstellen kann, ist das äußerst universell. Man braucht auf der Client-Seite nichts anderes, außer eben so ein bisschen Tooling, was diese Anfragen schickt. Aber es ist natürlich äußerst kleinschrittig und äußerst mühsam. Also typischerweise fängt man ja auch nicht mit dem VI oder Emacs im Binary-Editing-Mode an und schreibt dann 11 Binaries. Das ist ja ein bisschen aufwendig. Deshalb haben wir für solche Zwecke, wenn man wirklich was programmieren möchte, das SDK, das Software Development Kit, was gerade Entwickler eigentlich recht glücklich machen sollte. Und was den Entwicklern eben ein Werkzeug zur Hand gibt, womit sie ganz gut arbeiten können und womit sie auch tatsächlich sozusagen die Brücke zu einer Programmiersprache hinbekommen.
Die Programmiersprache ist im Umfeld von OpenStack meistens Python. OpenStack selbst ist in Python geschrieben, was natürlich nicht heißen muss, dass man auf der Client-Seite, wir befinden uns ja hier heute in dem Vortrag komplett auf der Client-Seite, auch auf Python festgelegt ist. Es gibt genau genommen auch diverse SDKs. Aber das Python-SDK ist sicherlich am weitesten vorangeschritten und am weitesten hat die beste Unterstützung und so weiter. Also wer damit anfängt, selbst Code zu schreiben, der dann auf die Cloud zugreifen soll, für den ist sicherlich das OpenStack-SDK die beste Wahl. Aber es gibt auch welche für Go oder für Integration mit Node, also JavaScript und diverse weitere noch in unterschiedlichen Abdeckungszuständen, also unterschiedliche Unterstützung. Ja, ich habe hier mal ein Beispiel gebracht. Python, vorrangige Programmiersprache, habe ich eben schon angesprochen. Die anderen SDKs auch. Ah ja, genau, vielleicht eine wichtige Überlegung, wie ist dieses SDK aufgebaut? Das ist eine objektorientierte, bietet objektorientierte CRUD-Operationen an. Das ist was eigentlich jedes REST-Framework oder jeder REST-Endpunkt anbieten sollte, nämlich bestimmte Ressourcen. Ressourcen sind sowas wie virtuelle Server, virtuelle Festplatten, virtuelles Netz, virtuelle Datenbank, virtuelles Kubernetes-Cluster und so weiter und so fort. Und all diese Ressourcen kann man erzeugen, das ist dann Create. Man kann Informationen über sie abrufen, zum Beispiel eine Liste aller Volumes, aller Festplatten. Man kann natürlich die Angaben aktualisieren, übrigens ein Cloud-Spezifikum. Das ist ja bei einer physikalischen Festplatte, wenn die einfach mal ein Terabyte groß ist, dann ist es schwierig, sie auf 2 Terabyte groß zu ziehen, wenn das schon die Kapazität ist. In der Cloud geht das quasi beliebig. Insofern ist auch das Update ganz wichtig. Und man kann natürlich auch etwas deleten, wieder löschen. Ich habe hier mal ein super einfaches Beispiel in Python mitgebracht. Und was wir hier sehen, wir importieren das SDK, das ist der Paketname, der Package-Name, den muss man halt vorher installieren. Ich habe da eine kurze Slide dazu auch noch vorbereitet. Dann macht man eine Verbindung auf, eine Verbindung zu einer Cloud-Instanz, die ich hier einfach ganz schlicht OTC genannt habe. Auch dazu habe ich eine ganz kurze Slide, dass ihr da eine Referenz von habt, falls ihr die Folien später nochmal durchlesen wollt oder dann nachschlagen wollt, dann habt ihr da eine gute Referenz dafür. So, und dann kann man halt hier über die Connection, geht man in den Compute-Bereich, in den Compute-Service und dort haben wir halt die Methode findImage beispielsweise. Muss man natürlich irgendwie noch hier diese 3 Namen irgendwie definieren. Möchte man jetzt ein Ubuntu haben, möchte man ein OpenSUSE haben, möchte man ein Fedora haben, was auch immer. Flavor heißt in der Cloud eigentlich die Kombination aus CPU-Cores und Memory, im Wesentlichen zumindest. Also man könnte sowas sagen wie, ich möchte gerne 4 CPU-Cores haben und 8 GB von RAM. Dann hat das halt irgendwie einen Namen, der ist pro Cloud unterschiedlich, wie der Name konkret heißt. Es könnte ja halt C-Free Medium 8 heißen oder sowas in der Art. Netzwerk kann man sich ebenfalls beliebige auch anlegen innerhalb der Cloud. Hier würden wir einfach ein bestehendes suchen und wir würden auch noch irgendwie ein SSH-Schlüsselpaar uns in dem Fall erzeugen. Ja, das ist halt ein Demo-Code. Dann gibt es halt hier in dem Compute Service Create Server und dann gibt man einfach eine Reihe von Ressourcen, die wir vorher abgefragt haben, an und dann sind wir schon fertig. Beziehungsweise wir müssen noch einen kurzen Moment warten, keine Ahnung, so einen Server zu erzeugen, dauert 40 Sekunden oder sowas, bis alles da ist. Und danach kann man dann auch per SSH
dann sich da schon hin verbinden. So, das ist ein einfaches Skript. Wie viele Zahlen sind das jetzt? Irgendwie 15, 20 oder sowas? Auf diese Weise könnte man halt sozusagen in einem automatisiert einen Server erzeugen und sich dann auch da gleich hin verbinden, wenn man halt dieses Print hier ein bisschen umbaut. Da habt ihr bestimmt ein bisschen Fantasie, wie man das machen könnte. Auf diese Weise, was ich auch ganz häufig mache, ist, wenn ich einfach hier den oberen Teil das einfach in einen, ich kann es ja einfach auch mal zeigen, einfach im interaktiven Modus aufzurufen. Einen Moment, ich versuche mal den Screen zu teilen. Wie funktioniert das jetzt so? Und dann nochmal. Ah, verstehe. Hopp. Okay, mein. Ah, okay. Ja, das ist das eine Terminal. Ich schließe das jetzt doch mal. Das ist ja ganz witzig, aber. Ich wähle mal eins, was besser zu lesen ist. Ja, ich hoffe, das kann man lesen. Ja, so müsste es reichen. Gut. Es ging darum, eine Sekunde. Ja. Jetzt müsstet ihr eigentlich meinen Screen sehen. Ne? Ich bin schon eingeloggt auf einer Virtual Maschine hier in der OpenStack Cloud und habe hier, was haben wir hier? Das normale Python 3.8 bereits installiert. Import OpenStack SDK. OpenStack. Heißt das Package und ich kann sagen, kommen gleich OpenStack Connect. Ich hatte mal ein Projekt gemacht, zu dem verbinde ich mich jetzt. So und hier kann ich jetzt auch interaktiv gut auf die einzelnen Ressourcen zugreifen. Also ich könnte zum Beispiel der Call. Die Connection kennt eine Methode. Eine Convenience-Methode des Servers und was halt zurückkommt, wäre da in Python ein bisschen vertiefter ist, als ich das womöglich bin, der bekommt halt hier einen Generator raus und insofern manchmal ist es ganz praktisch, das Ganze in eine Liste umzuwandeln. Wir könnten das Ganze noch irgendwie ein bisschen schöner machen und zum Beispiel diese Liste mit einer Einrückung von 4. So, jetzt muss ich mitzählen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. JSON Dumps. Genau, so. Hier sehen wir jetzt, also ich zeige nochmal den kompletten Aufruf. List Servers ist die Methode, die ich aufrufe. Das heißt, ich zeige mir mehr oder weniger einfach die Detailinformation von all dem an, was wir eben gerade auch in der Konsole gesehen haben, in der webbasierten, in der browserbasierten Konsole. Nur noch erheblich viel detaillierter und alles auf einmal. Okay. Damit springe ich mal gerade wieder zurück auf auf die Übersicht der Slides. Ja, so bekommt man, glaube ich, einen ganz guten
Vorstellung, was damit geht. Natürlich kann man auch noch viel komplexere Beispiele machen. Habe ich jetzt hier noch ein Beispiel dabei? Nee, habe ich jetzt hier nicht. Natürlich kann man auch die Netzwerke, die Verbindung damit auch alle selber kreieren und sie nicht einfach nur vordefiniert abrufen. Dementsprechend kann man hier komplexe Setups auch aufbauen. Insbesondere dann, wenn man dynamisch Ressourcen anlegen und wieder abbauen möchte, dann ist das ganz praktisch. Wir machen gerade für unser ein Studentenprojekt und in dem Studentenprojekt bauen die Studenten eine Umgebung auf, wo es eine Web-Oberfläche gibt und in dieser Web-Oberfläche können sie sich dann quasi auf Knopfdruck virtuelle Maschinen erzeugen und diese virtuellen Maschinen werden dann angelegt und nach einer Stunde werden sie wieder automatisch zerstört. Ja, kann man damit irgendwie kleine Übungen machen oder an Tutorials arbeiten oder sowas. Und die Logik, die im Hintergrund steht, implementieren wir eben oder implementieren die Studenten über das SDK. Okay, gut. Dann komme ich zu einem Schritt weiter. Wir haben ja gesehen, auch hier hatten wir eben mehr oder weniger schon ein Command-Line-Interface benutzt, nämlich die Python-Konsole. Aber das Ganze geht natürlich auch sozusagen richtig auf der Kommandozeile. Und dazu gibt es ein Werkzeug, das intern OSC auch genannt wird, OpenStack Client. Das ist das Command-Line-Interface. Und damit kann man halt interaktiv die Cloud gut verwalten. Es gibt da Leute, die sagen, ich bin mit der Kommandozeile viel schneller als die webbasierte Darstellung. Und dann könnte man halt hier beispielsweise solche Dinge hier machen, wie, wie ich hier rechts gezeigt habe, OpenStack. Hier wähle ich aus, welche Cloud ich eigentlich administrieren möchte. Server Create ist das Kommando. Das ist dieses Muster, was ich hier auch stehen habe. Nomen, also Hauptwort und Verb, also welche Ressource möchte ich bearbeiten und was möchte ich damit tun. Man könnte auch Volume Delete sagen beispielsweise. Dann braucht man halt zwangsläufig eine Reihe von Parametern. Was für ein Flavor, also wie viele Cores, wie viel Speicher. Was für ein Image soll es sein, mit was für einem Netz soll es verbunden werden und wie soll es hinterher heißen. Diese Ressourcen, wie jetzt hier Server, gibt es innerhalb von OpenStack hunderte. Das sind natürlich zum einen die offensichtlichen Compute, Storage, Network. Aber allein im Bereich Network sind es Dutzende. Ne? Da haben wir irgendwelche Netzwerke, es gibt Subnetze, es gibt Router, die die miteinander verbinden. Wir haben Security Groups, das sind sozusagen die Firewall-Regeln, die wir haben. Und viele, viele, viele weitere. Da kann ich wirklich nur mal, hier haben wir es auch angegeben, OpenStack-Help. Ist ein sehr nützliches Kommando. Es ist viele hundert Zeilen lang, die Hilfe, die da drin steht. Und man kann damit eben alles tun. Man muss sich halt darüber im Klaren sein, dass man zum Teil sich über gewisse IDs rüberhangeln muss. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Server habe, von dem ich weiß, wer hat diesen Namen. Und an diesem Server hängt eine Festplatte dran und die Festplatte droht überzulaufen. Dann würde ich halt zunächst mal ein OpenStack Server List beispielsweise machen, um mir anzuzeigen, welche Server insgesamt existieren. In dem zweiten Schritt würde ich dann vielleicht ein OpenStack Server Show machen, um mir die Details anzugucken und zum Beispiel auch die Volume-IDs herauszufinden, die dieser Server dann verbunden hat. Und wenn ich dann diese Volume-ID habe, dann könnte ich halt mit OpenStack Volume
List oder Volume Update die Kapazität erhöhen beispielsweise oder eine andere Policy setzen oder andere Dinge an dieser Ressource verändern. Das muss man sich halt immer im Klaren sein, dass man hier halt meistens über IDs oder über Namen auf andere Ressourcen zugreifen kann und muss. Aber wenn man das halt einmal dann hat, dann ist es natürlich erheblich viel einfacher. Jetzt haben wir schon gesehen, wie das Ganze aussieht von den Kommandos. Und wir haben ja auch schon gesehen bei dem Beispiel mit Curl, dass die Daten, die übertragen werden, in einem maschinenlesbaren Format oder so halbmaschinenlesbaren Format oder halbmenschlich auch lesbaren Format, so JSON, übertragen werden. Und das ist zum Beispiel auch ein Format, was man sich mit dem OpenStack-Kommando anzeigen lassen kann. Aber man kann es ebenfalls auch in einer ASCII-Art-Tabelle darstellen. Ja, das geht auch und deshalb ist es vielleicht ganz gut, wenn ich das mal hier auch nochmal vorführe. Auch dann muss ich wieder umswitchen. Hier ist der Button. Und gehe ich wieder auf meine Konsole zurück. Und jetzt kann ich hier rausgehen. Das Kommando, was wir dazu verwenden, lautet sinnigerweise einfach OpenStack. Und es hat sogar so eine interaktive Shell. Und ich kann aber auch mit Help eine Liste schicken. Und wenn man mal allein hier zählt, wie viel das sind 2000 Zeilen an Einzelressourcen, wie wir hier sehen, es geht von Availability Zone bis zu Zone Transfer. Das ist wahrscheinlich ein Teil von vom DNS-System. Also das sind viele. Ich kann jetzt mal OpenStack Server List oder sagen wir mal, gucken wir uns mal an, was wir für Flavors haben. Man es vielleicht ein bisschen besser sehen. Und jetzt sieht man hier, dass wir auch solche Tabellen erhalten, die dann im ASCII-Art-Format sind. Und wenn wir das Ganze wollen, können wir auch das Format mit minus F zum Beispiel in JSON umwandeln. Dann wird das so dargestellt. Oder noch ein bisschen schöner, wenn man es dann hinterher noch in JQ durchpipet. Dann sehen wir es sogar auch noch ein bisschen in Farbe. Kann man es ein bisschen klarer sehen. Ja, also hier dieser Flavor mit diesem Namen hat so und so viel RAM, hat so und so viele virtuelle CPUs, wie man sieht. Können das durchaus mal ein paar sein. Das sind Gigabyte hier. Das ist auch eine ganz gute Ausstattung hier, dieser Flavor. Okay, so arbeite ich in den meisten der Fälle, muss ich sagen. Weil für mich ist das sozusagen am nächsten dran. Ich kann das OpenStack-Kommando direkt in der Kommandozeile eingeben. Ich kann im Zweifel zwar auch noch mit grep und Ähnlichem hier dran gehen, wobei ich davon insgesamt abrate. Wer wirklich in diesen JSON-Outputs irgendwie noch was suchen will, der sollte sich echt mal mit dem Tool JQ befassen. Denn das ist schon ein sehr mächtiges Tool, um mit JSON umgehen zu können. Da kann man nämlich diverse Sachen rausfiltern. Keine Ahnung, Punkt. Ich nur die IDs sehen will. Das mache ich jetzt wieder falsch. Was ist denn oben als erstes drin? Ist ein Array, verstehe. Also von jedem Array-Element so ist dann, oder? Ja, genau. So filtere ich, das ist sozusagen das grep-Äquivalent
die Attribute ID innerhalb des Arrays wieder raus und keine Ahnung, könnte ich das jetzt auch hier wieder in ein richtiges Array machen, wenn ich damit weiterarbeiten möchte, sinnvollerweise. Genau, jetzt habe ich hier ein Array. So. Ja, wie schon gesagt, es gibt eine umfangreiche Hilfe und die kann man hier auch nochmal zeigen. OpenStack Flavor List Help. Dann sehe ich hier auch, ich zeige das nochmal richtig, was wir halt insgesamt für generische Attribute haben. Hier haben wir die einzelnen Formate, die wir haben können. Man kann sich das Ganze auch in YAML ausgeben. Man kann auch direkt mit dem OpenStack-Kommando bestimmte Spalten im Output vorauswählen. Das ist auch eine generische Option. Man kann es sortieren und so weiter. Aber das sind die zentralen Sachen. Und dann, ja, hier bei den Flavors kann man eben nicht besonders viel auswählen. Wenn wir jetzt hier bei Server Create nachschauen würden, da hätte man natürlich erheblich viel mehr Optionen. Aber da kann man eben auch nachgucken, was man eben so braucht. Damit kommt man schon ziemlich weit. Gut. Fragen bis hierhin in irgendeiner Weise? Ich gucke gerade nochmal in den Chat rein. Ja. Okay. Gut, dann gehe ich gerade wieder zurück in die Slides, um jetzt mal noch mal ein bisschen Speed aufzunehmen zum Ende. Hier drauf, hier drauf und hier. Gut. Wie versprochen, kurzer Hinweis noch zur Installation von sowohl dem OpenStack Client als auch dem SDK. Die hängen nämlich beide sehr eng miteinander zusammen, was man ja vielleicht so ein bisschen in den Beispielen auch schon gesehen hat. Der OpenStack Client ist mehr oder weniger nur ein Kommandozeilen-Wrapper für das SDK, für die Funktion, die das SDK bereitstellt. Deshalb bilden beide mehr oder weniger auch so eine Art Tandem. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, um das Ganze zu installieren. Es gibt die Betriebssystempakete unter Debian, Ubuntu, was auch immer, und Red Hat und den entsprechenden Konsorten und so weiter. Man muss sich halt immer im Klaren darüber sein, dass man relativ veraltete Pakete leider bekommt, wenn man wirklich die offiziellen Betriebssystempakete verwendet. Deshalb gibt es halt drei Subvarianten, wie man das Ganze auch mit typischen Python-Methoden machen kann. Entweder die globale Python-Installation mit pip, pip install OpenStack Client oder Python OpenStack Client und pip install OpenStack SDK. Das sind die beiden Kommandos. Wenn man die einfach nur so als Root ausführt, wird das Ganze systemweit installiert. Man kann das Ganze auch als User ohne Root-Rechte auf die gleiche Art und Weise installieren, wenn man auch minus minus User hinzufügt. Dann verhunzt man sozusagen nicht das globale System, kommt darauf an, auf was für ein System ihr da drauf seid. Oder was ich eigentlich typischerweise mache, ist, ich lege mir einen Python virtualenv an und in diesem virtualenv installiere ich es dann sozusagen global, aber es bleibt dann eben in diesem virtuellen Environment und dann kann ich auch zum Beispiel mehrere Versionen parallel installiert haben und testen oder wie verhält sich das Ganze mit Python 3.5 und wie verhält es sich mit Python 3.8 oder sowas. Das geht damit ganz gut. Und natürlich, man kann, also wer wirklich mitmachen will, und das ist übrigens jeder herzlich willkommen, direkt aus den GitHub-Quellen das Ganze installieren. Ich habe es hier mal ganz kurz gezeigt. Auch vom Kommando her, wie das Ganze in dem Fall funktioniert, the Coder Way. Ja, alles übrigens, wir haben ja viel über Python jetzt gesprochen. Python heißt in dem Fall ohne Ausnahme Python 3. Dieses OpenStack-Projekt ist teilweise so weit gegangen, dass sie aktiv
Python 2.7 Code aus der Codebase entfernt haben. Also die ganz, ganz klare Ansage ist, nur Python 3 ist richtiges Python. Das noch als Hinweis. Ja, und dann, weil das auch immer wieder Nachfragen gibt, habe ich dieses Slide hier noch mit hinzugefügt, mehr so als Referenz auch. Wenn man die ganze Installation hier erledigt hat, dann muss man sich natürlich auch irgendwie anmelden in der Cloud. Beim Browser gibt man auf der Webseite, beim Startur, dann halt Username, Passwort und noch ein paar andere Informationen an. Und diese Informationen müsste man natürlich bei der Kommandozeilen oder der SDK-Variante irgendwo hinterlegen. Jetzt gibt es die Möglichkeit, das Ganze auf der Kommandozeile direkt anzugeben, also minus minus os ist immer der Präfix. Okay, war da gerade eine Frage irgendwo? Oder bin ich irgendwie hier rausgeflogen? Hm, scheinbar nicht. Oder doch, ich share meinen Screen nicht mehr. So, jetzt müsste er wieder da sein, hoffe ich. Ich kann das Ganze auf der Kommandozeile übergeben, aber wie ihr sicherlich wisst, sind zum Beispiel Passwörter auf der Kommandozeile ganz schlecht, weil jeder sie dann mit dem PS-Kommando sehen könnte. Man könnte auch Environment-Variablen verwenden, auch hier kann man das Passwort angeben, auch das steht, zumindest wenn man es irgendwie eingibt, womöglich natürlich in der History. Deshalb ist es eigentlich am empfehlenswertesten, hier eine Datei zu verwenden und diese Datei dann read-only zu machen. Also read-only und auch, ja, auch die Leserechte nur an die zu vergeben, die darauf Zugriff bekommen sollen, weil auch hier natürlich dann ein Passwort drin steht. Das so als kurze Referenz. Es gibt hier, wenn das interessiert, oder ich erkläre es noch ganz kurz, den Aufbau. Cloud ist das Schlüsselwort. Man kann mehrere solcher Cloud-Instanzen hier haben, um zum Beispiel an verschiedenen Regionen oder sowas drauf zuzugreifen. Und dann kennt das SDK sogenannte Profile. Und diese Profile, es gibt ein Profil OTC, das macht schon eine ganze Menge an Voreinstellungen. Was man dann nur noch braucht, es gibt bestimmt 20, 30 verschiedene Parameter, die man vorbelegen kann. Dann braucht man eigentlich nur noch diese vier Sachen. Das ist die Region und das ist das Projekt. Das ist so eine Unterteilung meiner Domain, die ich hier angegeben habe, sozusagen meine Vertragsnummer, kann man sagen. Und dann gibt es noch User Passwort. Diese Datei kann entweder im lokalen Verzeichnis, im Config OpenStack oder globalen etc OpenStack liegen. Ja, damit müsste man eigentlich starten können und dann mit SDK oder CLI arbeiten können. Aber auch hier gibt es ja noch mehr Möglichkeiten. Infrastructure of Code ist ein relativ neues Konzept, wo man sich gesagt hat, wie wäre es denn, wenn wir einfach die gleichen Methoden der Programmierung, also dem Code, auch auf das Anlegen von Infrastruktur anwenden. Und zwar nicht nur in der Art und Weise, wie ich es eben vorgeführt habe, wie wir den Server erzeugt haben, imperativ, sondern wieso nicht sogar deklarativ. Deklarativ heißt in dem Fall, wir beschreiben, wie unsere Infrastruktur aussehen soll. Aber wir sagen nicht, wie wir dahin kommen. Wieso ist das eigentlich so wichtig? Das ist deshalb so wichtig, weil anders als bei meinem simplen Beispiel, wir häufig mit ganz vielen Ressourcen zu tun haben. Und diese Ressourcen hängen häufig voneinander ab. Das heißt, bevor ich einen Server angebe, muss ich eine Firewall-Regel angeben, beispielsweise beim Erzeugen. Das heißt, diese Firewall-Regel muss schon da sein. Wenn ich diese Firewall-Regel anlege, muss ich aber schon mein Netzwerk auch vorher besitzen, weil ich diese Firewall-Regel darauf anwende. Ja, das wäre so ein Beispiel. Das heißt, wir haben hier so eine dreistufige Abhängigkeit.
Und so ein Framework findet diese Abhängigkeiten im besten Fall heraus und führt dann die richtigen Operationen in der richtigen Reihenfolge durch. So, das klingt jetzt alles sehr theoretisch. Machen wir mal ein praktisches Beispiel. Ah, genau, jetzt habe ich hier quasi alles nochmal niedergeschrieben. Von Runbooks habe ich schon gesprochen. Man kann natürlich auch alles sich in den Wiki reinschreiben und dann von Hand eingeben, aber genau diese Dinge sind dann halt häufig ungenau, insbesondere wenn man mal so ein Runbook von einer Person zur nächsten Person übergibt oder sowas. Wenn jemand dann 4 Wochen im Urlaub ist oder eine Weltumreisung, Umrundung macht oder sowas. Deshalb ist die beste Dokumentation am besten ausführbarer Code. Da gibt es jetzt unterschiedliche Art und Weisen, wie man diesen Code schreiben kann. Man kann natürlich irgendwie die generischen Formate wie YAML oder JSON verwenden. Das ist ja auch im Umfeld von Kubernetes mittlerweile sehr verbreitet und eigentlich der Standard. Aber man kann natürlich theoretisch auch eine spezielle Programmiersprache wie HCL, das ist diese HashiCorp Code Language, keine Ahnung, wofür das C steht, verwenden, die sich so ein bisschen an der Aufgabe dann orientiert. Ich glaube, diese Frage taugt gut zu einem klassischen Holy War oder vielleicht auch einer etwas weniger martialischen Variante davon. Also man kann da lange darüber diskutieren, was da das favorisierte Verfahren ist. Da gibt es sicherlich unterschiedliche Geschmäcker. Gut, jetzt würde ich gerne auch noch ein Wort verlieren über zwei Begriffe, nämlich System Provisioning und Configuration Management. Denn das sind quasi zwei Facetten von einem übergeordneten Prozess. Da ist noch ein C falsch, sehe ich gerade. Na gut. Es geht ja in ganz vielen Fällen in der Systemadministration, in System Engineering insgesamt, darum, gewisse Gesamtsysteme bereitzustellen. Ein System besteht dabei aus Infrastruktur, aus der Maschine, dem Netzwerk, Storage-Komponenten und aber auch Anwendungen, die auf diesem Betriebssystem installiert sind, irgendwelche Frameworks, irgendwelche Bibliotheken, die Software an sich, die Konfiguration davon. Und für dieses Provisionieren ist halt typischerweise Terraform bekannt. Und Konfiguration hingegen auf dem System, also neuen User eintragen oder in Hostname anpassen oder sowas, das ist typischerweise Ansible's Domäne, könnte man sagen. Aber das muss nicht unbedingt so sein. Und das muss man nicht zwangsläufig genauso umsetzen. Denn auch in Terraform ist es möglich, einzelne Konfigurationsschritte durchzuführen. Einige oder die meisten sagen, das ist ein bisschen umständlich. Und umgekehrt ist es aber auch möglich, aus Ansible heraus Infrastruktur zu provisionieren. Und dazu habe ich auch jetzt hier ein kleines Beispiel. Und zwar hier erstmal das Beispiel für Terraform. Hier spezifizieren wir eben zwei Ressourcen. Die eine heißt VPC. Dann haben wir hier auch eine Maus. Ah, hier haben wir sie. Eine Ressource heißt VPC und eine Ressource heißt Subnet. Und die hängen natürlich voneinander ab. Das heißt, das Subnet verweist auf das VPC. VPC steht für Virtual Private Cloud und ist sozusagen die Repräsentation eines Adressbereichs, um es mal etwas verkürzt darzustellen. Und um in diesem großen Adressbereich ein kleineres Subnet reinzusetzen und auch zu verbinden mit einem Gateway, würde ich dann halt diesen Code hier schreiben und dann als VPC-ID letztlich zurückgeben. Das ist die Beschreibung und Terraform kennt eben ja sozusagen drei Stufen. Das erste
was hier gar nicht angegeben ist, nennt sich Plan. Also das heißt, man gibt einen Terraform Plan. Und was Terraform dann tut, ist, es schaut sich alle Ressourcen, typischerweise sind das natürlich viel mehr, an und löst alle Abhängigkeiten auf, schaut auch nach, welche Ressourcen sind schon vorhanden in meiner Cloud und welche muss ich noch anlegen. Wenn zum Beispiel das VPC schon existiert, dann kann ich ja diesen Schritt, nämlich das Erzeugen, überspringen und kann dann einfach, muss dann nur noch, also es ist natürlich genau umgekehrt, hier oben ist das VPC, wenn das schon existiert, muss ich hier nichts mehr tun, muss ich keine Ressourcen mehr anlegen. Und dann kann einfach ein neues Subnet auf das bestehende VPC zurückgreifen. So. Das prüft Terraform Plan und mit Apply wird es dann halt konkret angewendet. Umgekehrter Weg ist halt Destroy. Das heißt, wir haben hier ein Tool, was deklarativ eine State Machine, einen State letztlich verwaltet. Das ist auch so ein bisschen die Challenge bei Terraform, weil man muss sich überlegen, dieser State, dieser Zustand, der befindet sich an zwei Stellen. Einerseits natürlich in der Realität in der Cloud, also die Ressourcen, die in der Cloud sind, manifestieren ja quasi den Zustand. Aber parallel dazu verwaltet Terraform auch lokal, auch in Dateien diesen Zustand. Und das sollte halt nach Möglichkeit immer konsistent bleiben. Damit kann man umgehen, aber man sollte das im Auge behalten. Okay, so viel der Kurzausflug zu Terraform. Da kann man sicherlich eine volle eigene Session draus machen. Jetzt noch ein kurzer Blick zu Ansible. Ansible hat seit einiger Zeit ein spezielles Format, um Dinge, nenne ich es jetzt mal, zu paketieren. Das sind die Ansible Collections. Und über die Ansible Collections kann man auch gewisse Ressourcen oder in diesem Fall heißt es Module paketieren innerhalb von Ansible. Und so ein Modul heißt eben Open Telekom Cloud. Cloud AS steht für Autoscaling Group, ist einfach eine Ressource. Und auf diese Weise kann man dann halt eben auch direkt innerhalb von Ansible, wer mit Ansible vertraut ist, findet hier viele bekannte Schritte wieder, auch anlegen. Der einzige Trick, der ein klein wenig tricky ist, ist halt hier Hosts. Host ist in dem Fall Localhost und zwar mit Absicht, weil dieses Playbook muss ja ausgeführt werden auf dem lokalen System, weil dieses lokale System und dann eben wieder das Software Development Kit dann die Verbindung zur Cloud anlegt und dann halt in diesem Fall hier die Autoscaling Group anlegt. Das ist sozusagen ein Redirektionsschritt extra. Das sollte man immer im Auge behalten. Dann kann man aber auch, ich habe also zum Beispiel mal einen, weiß ich nicht, 40-zeiliges Playbook geschrieben, das mir dann eben einen Server anlegt, so ein bisschen Infrastruktur drumherum, ein Netzwerk und ein Volume da dran hängt und dann diesen Server gleich einrichtet. Keine Ahnung, die Repositories aktualisiert und einen User anlegt und so weiter. Das klappt damit eigentlich ganz gut. Gut, ja, hier habe ich noch eine Slide, wie man das Ganze installiert. Mit Ansible Galaxy geht das. Ich werde das jetzt hier mal aus Zeitgründen schnell überspringen. Aber da habt ihr was zum Nachlesen. Und hier auch schon meine Zusammenfassung. Jetzt quasi 5 Wege zur Cloud dargestellt. Die Konsole ist gut, wenn man einmalige Vorgänge und Troubleshooting hat. Das API bietet einen direkten Zugang oder auch eine Schnittstelle, wenn man selbst Bibliotheken schreiben will, keine Ahnung, für Brainfuck oder sowas, ein SDK schreiben will, dann muss man natürlich gegen das API arbeiten oder sinnvollerweise. Das SDK bietet
eine sehr hohe Abdeckung der einzelnen Ressourcen an. Da fließt viel Arbeit rein von den verschiedenen Teams auch, die da bei OpenStack das Ganze beisteuern und dem Integrationsteam vom SDK selbst. Also das ist viel Arbeit. Das CLI hat halt sozusagen nicht so viel Funktionalität, ist nur der Wrapper um das SDK. Deshalb sind die aber beide sehr stark miteinander gebundelt. Und den größten Abstraktionsgrad und langfristig sicherlich auch irgendwie die stabilste Variante ist die Automatisierung durch eine deklarative Beschreibung Infrastructure as Code. Ja, ich habe noch ein paar Ressourcen zusammengetragen. Wir haben eine GitHub-Organisation. Wenn ihr da Fehler findet, schickt da gerne einen Bug-Report hin, einen tragt ein Issue ein. Hier habe ich nochmal die Dokumentation vom SDK und dem CLI. Es gibt die sogenannten OTC-Extensions, das sind sozusagen Erweiterungen. Man kann für unterschiedliche Cloud-Anbieter noch Erweiterungen sozusagen auf OpenStack on top anbieten. Und für so ein paar Sachen, was die Open Telekom Cloud angeht, legen wir da halt noch extra Sachen mit oben drauf, das sind diese OTC-Extensions. E-Mail-Kontakt, ja, so sehen manche E-Mail-Adressen in der Telekom aus. Und ansonsten bleibt mir noch vielen Dank zu sagen. Wie gesagt, wenn ihr mitmachen wollt, meldet euch an meine Adresse, die müsste jetzt hier auch in der Froscon-Übersicht sein. Ihr werdet mich finden auf irgendeine Art und Weise. Vielen Dank. So, jetzt muss ich mal schauen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt überhaupt noch die Möglichkeit haben, ein oder zwei Fragen oder sowas, wenn denn welche da sind, zu stellen. Also ich bin auf jeden Fall da. Also es gibt auf alle Fälle die Möglichkeit, noch ein paar Fragen zu stellen. Und übrigens auch von Seiten der Froscon aus nochmal vielen Dank für den Vortrag. Und Okay. im Chat gibt es auch schon die erste Frage. Nämlich da Okay. steht, gibt es für den OpenStack eine IaC-Methode, um die Systeme zu provisionieren, die nicht auf einen lokalen State angewiesen ist? Naja, also eine Installation einer Ressource manifestiert ja quasi einen State. Aber ich meine, das Anlegen von einer Ressource ist jetzt nicht besonders schwierig. Ich meine, bei einem Server kann man diese Angaben ja auch relativ einfach refreshen. Also wenn dieser State-File verloren gegangen ist, kann man diese Informationen ja wieder zusammenbauen oder man kann auch einfach die Ressource wegwerfen und neu anlegen, wenn man das ganze Cloud Native gebaut hat, was ich sowieso immer empfehlen würde. Da bin ich jetzt gar nicht so im Detail darauf eingegangen. Aber das ist, also das State-File an sich ist so gar nicht notwendig. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Jetzt muss ich mal gucken, kann ich hier die. Okay, verstehe. Gibt es weitere Fragen? Ein paar Gäste scheinen noch zu tippen. Ah, verstehe. Ja, richtig, confidential. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es Leute, die sind fitter in PowerPoint, als ich es bin. Ich habe tatsächlich gestern nochmal die Slides durchgeguckt. Ich bin mir auch sicher, dass sie nicht confidential sind. Aber du hast recht, an einigen stand das noch drunter. Ich werde das nie begreifen, dieses Template-System von PowerPoint. Da muss ich nochmal reinschauen. Aber alles gut. Das ist übrigens auch insofern eine gute Gelegenheit,
dass du es ansprichst. Die Art und Weise, wie wir die Open Telekom Cloud entwickeln, ist ganz explizit in the Open. Das ist ja schon ein Prinzip, was die OpenStack oder Open Infrastructure Foundation heißt es mittlerweile, das Projekt, also die Umbrella-Organisation, die das Copyright auch von OpenStack verwaltet, umsetzt, dass alle Entwicklungen öffentlich passieren, also in öffentlichen Repositories. Ne? In GitHub bzw. OpenStack Foundation hat sogar ein eigenes Repository-System, nennt sich OpenDev, opendev.org, kann ich auch nur empfehlen, da mal drauf zu schauen. Und deshalb unsere gesamten Coding-Aktivitäten, die wir hier machen, kleinseitig, passieren öffentlich und sind einsehbar. Insofern ergibt Confidential gar keinen Sinn. Okay. So, jetzt fragt Dirk, wie portabel sind OpenStack SDKs zueinander? Kann ich Code auf GitHub gängigerweise auch für die OTC verwenden? Ja, grundsätzlich schon. Also das OpenStack SDK ist kein Projekt von T-Systems oder der Telekom, sondern OpenStack SDK ist ein Projekt vom OpenStack-Projekt. Dass jetzt gerade mein Kollege, also einer meiner Kollegen, der Project Lead davon ist, ist sozusagen ein Zufall. Also natürlich ist es kein Zufall, aber wir unterscheiden das schon auch sehr stark. Haben wir jetzt gerade den Hut auf als Telekom-Mitarbeiter oder als Community? Und die Arbeit am OpenStack SDK und auch am Client und an den anderen Tools, die ich heute vorgestellt habe, ist ganz klar Community-orientiert. Also wir sind da viel mehr Community-Mitglieder als Telekom-Mitarbeiter, was das angeht. Kann ich Code auf GitHub gängigerweise auch für die OTC verwenden? Ja, natürlich. Also was war denn das beispielsweise? Pulumi ist ja so ein Tool, was in letzter Zeit gerne mal wieder populär wird. Pulumi ist sozusagen noch eine Weiterentwicklung, orientiert sich so ein bisschen auch an Terraform, versucht so ein paar Sachen besser zu machen als Terraform. So habe ich das zumindest verstanden. Und verwendet aber beispielsweise die Terraform-Anbindungen, die sogenannten Provider. Und auf diese Weise haben wir das mal als POC ausprobiert und konnten dann auch mit den bestehenden Terraform-Providern dann auch Pulumi mit der Open Telekom Cloud oder mit einer anderen OpenStack Cloud auch verwenden. OpenStack ist halt hochgradig konfigurierbar und ja, einstellbar. Und nicht jede OpenStack Cloud hat halt alle Features und alle Ressourcen dabei. Aber sagen wir mal so, diejenigen, die Public Clouds anbieten, haben typischerweise mindestens mal so das Core-Set, was man mindestens braucht. Und viele Anwender nutzen dann ja dieses Infrastruktur-Layer ohnehin dafür, um dann hinterher eine Ebene höher zu gehen und da dann ein Kubernetes-Cluster oder sowas ähnliches zu provisionieren und zu betreiben. Das ist ein ganz typischer Anwendungsfall und das geht problemlos. So. Wo bin ich? Ja, Stefan? Ich hoffe, ich habe das jetzt beantwortet, Dirk. Ach so, ja, okay, das Finden hat gefehlt, ja, alles klar. Stefan schreibt, glaube ich, noch irgendwas. Ah ja, ja, sehr gut, sehr gute Frage, Kubernetes. Normalerweise ist tatsächlich der OpenStack Way für Kubernetes Magnum.
wobei Magnum letztlich auch nur eine Art Wrapper für Heat ist, um gewisse Ressourcen anzulegen innerhalb von OpenStack. Und dann hat man eben tatsächlich einen Kubernetes-Cluster. Und das ist auch der Grund, weshalb wir es so nicht direkt verwenden, sondern wir haben einen eigenen Dienst, der nennt sich CCE, Cloud Container Engine. Damit kann man halt einen Kubernetes-Cluster erzeugen. Das geht sehr straightforward. Da muss man eigentlich gar nicht groß was machen. Man sagt, wie viele Masternodes man haben will, wie viele Worker-Nodes man haben will, wie groß und wie ausgestattet die sein sollen. Und dann kümmert sich die Cloud Container Engine automatisch darum, dieses Cluster anzulegen mit Repository und etcd und allem Schnickschnack. Das ist, ich weiß nicht, hatte ich da nicht sogar auch ein Beispiel? Oder ich glaube, das habe ich irgendwie zur Übersicht dann wieder rausgenommen. Aber mit dem SDK ist es ein 15-Zeiler, ein komplettes Kubernetes-Cluster anzulegen. So, haben wir weitere Fragen? Ah, Purple, C3 Purple hatte noch eine Frage. Oder schreibt noch irgendwas. Ja, ich hatte es ja schon angesprochen. Wir sind gerade dabei, so ein Tutorial-Sandbox zu schreiben, zusammen mit unseren Studenten. Also wenn ihr da auch Interesse habt, meldet euch auch da bitte gerne. Und da wollen wir dann eben so ein Environment bereitstellen, dass jeder sich einfach für eine Stunde oder, das haben wir uns noch nicht fertig überlegt, einen Tag oder sowas, eine eigene virtuelle Maschine anzulegen, um dann ein bisschen mit OpenStack experimentieren zu können. So, zum Studentenprojekt gibt es Best Practices für die Einbindung von Workshop Spaces ins Corporate Learning Management. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir über dasselbe sprechen, was Corporate Learning Management ist. Wir haben natürlich intern, also auch ein äußerst differenziertes Schulungs- und Trainingssystem innerhalb der Telekom. Das ist ein, ja, wie gesagt, sehr, sehr umfangreiches Programm, was wir auch regelmäßig für unsere Kollegen erweitern auf allen Ebenen. Ich meine, wir sind halt 250.000 Kollegen in der Gesamttelekom und deutlich über 20.000 Kollegen bei T-Systems. Da gibt es natürlich auch andauernd irgendwelche Qualifizierungsmaßnahmen. Und tatsächlich auch hier in der Open Telekom Cloud wollen wir auch diese Projekte dazu nutzen, um sowohl interne wie auch externe Kollegen zu qualifizieren. Wir sind jetzt hier mit diesen konkreten Servern, diese Plattform, da sind wir gerade am Anfang, also haben wir jetzt mal so einen ersten POC gemacht. Und wie gesagt, das ist auch ein Studentenprojekt. Wir haben sowas aber schon häufiger, sowohl, ja, selbst hier auf der Froscon, vor 2 Jahren oder was, vor 3 Jahren, haben wir auch schon mal einen Workshop gemacht und haben dann halt noch die virtuellen Maschinen und die User von Hand angelegt, beziehungsweise mit einem kleinen Shell-Skript, was dann die User angelegt hat. Das kann man natürlich dann mit einem entsprechenden Infrastructure-as-Code-Framework oder mit einem kleinen Python-Skript erheblich einfacher machen und auch das dann automatisieren, was wir mittlerweile auch machen. Ja. Weitere Fragen? Ich glaube, wir müssen auch so ein bisschen auf die Zeit achten, weil in einer Viertelstunde kommt ja schon der nächste Sprecher. Da kommt jetzt noch ein, irgendjemand tippt noch was, Applaus, oh, vielen Dank. Danke sehr.
für die Teilnahme. Ich muss jetzt gleich mal zuschauen, dass ich hier mein Slide-Deck hochladen kann. Das habe ich als PDF hier rausgeschrieben. Ich hoffe, ihr konntet mir die Magenta-Einfärbung ein wenig nachsehen. Das ist halt sozusagen eine Win-Win-Situation. Wir machen gern was für die Community und dann wollen wir halt den rosanen Font verwenden. Alles klar. Dann vielen Dank für euer Interesse. Habt noch viel Spaß und Erfolg auf der weiteren Frostcon. Bin auch schon gespannt auf die weiteren Sachen und macht's gut.